herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Hier stelle ich euch meinen neuen Anycubic Viper vor, den ich kostenlos von der Firma Bango zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und deswegen werde ich dieses Video auch hier wieder als Werbung deklarieren. Aber ihr könnt euch sicher sein, das hier ist meine ehrliche persönliche Meinung über diesen Drucker. Also legen wir los. Fangen wir also erstmal mit dem Auspacken an. Ich werde unter das Video wieder Sprungmarken setzen, damit ihr das überspringen könnt, was euch nicht interessiert. Und was ich wirklich interessant fand und was auf jeden Fall erwähnenswert ist, wie man hier sehen kann, das Paket wurde sterilisiert und versandt. Und ich habe wirklich nochmal nachgefragt und die haben mir gesagt, ja, Drucker wie auch das Paket wird vor dem Versand sterilisiert. Also in der heutigen Zeit wirklich Daumen hoch. Das, was ich jetzt ein bisschen nervig fand, war, dass alles nochmal in so einer Plastikfolie eingeschweißt war und man im Prinzip gar nicht an seine Bauteile dran kann. Also erstmal mit dem Cuttermesser jetzt diese Kunststofffolie komplett aufgeschnitten. Und dadurch habe ich nun endlich auch meine Bauteile ran. Als erstes haben wir hier den Filamentrollenhalter. Dann haben wir hier oben das Display. Legen wir das mal alles kurz an die Seite. Dann haben wir als nächstes hier unser Kaltgerätestecker und einen Beutel mit Zubehörteilen. Ja, das gucken wir uns gleich auch alles noch mal ein bisschen genauer an. Dann haben wir als nächstes so ein kleines Faltblatt. Das ist also jetzt so eine grob bebilderte Bauanleitung drin, wie wir das Ganze jetzt aufbauen und anschließen müssen. Auch das gucken wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer an. Als erstes müssen wir hier diesen großen Schaumstoffklotz erstmal entfernen. Und dann sehen wir auch hier schon unseren Anycubic Viper. Und so wie das aussieht, sind das nur zwei große Teile. Also einmal hier die komplette Z-Achse, die montiert ist. Und dann haben wir noch die Basiseinheit, wo das alles draufgeschraubt wird. Allerdings haben die das jetzt ein bisschen blöd verpackt, weil das nämlich schon montiert ist zusammen. Das heißt, diese Z-Achse ist schon unten mit der Basiseinheit verbunden, komplett. Also alles ein bisschen blöd zu handeln alleine. Und hier habe ich jetzt gesehen, das sind jetzt irgendwie überall noch so Klebereste oder was das ist. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Dann habe ich also die komplette Z-Einheit mal neben dem Karton gelegt, wie man das hier sehen kann. Und dann konnte ich auch die Basiseinheit so langsam da aus dem Schaumstoff herauskurieren. Also der ist wirklich sehr gut verpackt. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, wenn man das Ganze auspacken muss. Aber naja, besser so, als wenn irgendwas kaputt geht während des Transports. Hier habe ich jetzt so einen kleinen Pushfit gefunden, der jetzt lose drin rumlag. Mal schauen, wo der abgefallen ist. Und dann konnte ich nun endlich die komplette Basiseinheit hier aus dem Karton nehmen. Ja, das war ein bisschen schwere Geburt. Ich glaube, das war das Schwierigste an dem Anycubic Viper, das Auspacken. Und dann habe ich die beiden Teile erstmal so vor mir auf den Tisch gestellt. Schauen wir uns als nächstes mal hier diesen Beutel mit den Zubehörteilen an, dass das so alles dabei ist. Als erstes haben wir eine SD-Karte, mal keine Micro-SD-Karte, auch unbeschriftet. Die schauen wir uns später mal genauer an. Dann haben wir einen Plastikspachtel, also sowas sehe ich hier auch zum allerersten Mal. Dann ein paar Kabelbinder. Hier so eine Garantie- oder Kontrollkarte, die Schrauben, wahrscheinlich um unsere Z-Achse zu befestigen, ein USB-Kabel und massig Filament für den ersten Druck. Wahnsinn! Und auch hier gucken wir das nochmal rein, zweiten Beutel. Da haben wir auch wieder hier so eine Garantie- oder Servicekarte. Ja, After Sales Service. Dann haben wir hier als nächstes einen USB-SD-Card-Reader. Halt für die Leute, die keinen SD-Karten-Reader haben an ihrem PC oder Notebook. Ja, so wie es aussieht, wird das hier seitlich reingesteckt, die SD-Karte. Okay. Auf jeden Fall gut, dass man sowas hat. Dann haben wir als nächstes noch hier zwei Ersatzdüsen. Und so wie es aussieht, sind das auch beides 0,4 mm. Ja, ich dachte, das wäre noch eine andere Größe dabei. Aber nein, zwei 0,4 mm Ersatzdüsen also auch dabei. Das war also jetzt der Lieferumfang an Zubehör.
Schauen wir uns als nächstes an, was hier auf der beiliegenden SD-Karte ist. Als erstes mal schauen wir uns die Größe an, Eigenschaften. Und so wie es aussieht, ist es eine 8 GB SD-Karte. Und das mal wieder zu. Ja, uns interessiert mehr oder weniger dieser englische Ordner, das andere können wir sowieso nicht lesen. Dann haben wir hier einmal Cura für Mac und Windows. Aber natürlich jetzt eine uralte Version. Ich weiß gar nicht, warum die sowas da drauf packen. Dann auch noch hier diese Treiber halt, wenn ich meinen AnyCubic Viper direkt mit dem PC verbinden möchte über USB. Und dann haben wir auch noch Cura-Profile, so wie es aussieht. Diese bekannte Eule als G-Code und STL-Datei. Und dann haben wir hier auch noch die Anleitung, besser gesagt das kleine Faltblatt, was im Karton dabei war, nochmal als PDF-Format. Da schauen wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Und wie wir sehen können, ist das nochmal der beiliegende Faltzettel. Natürlich hier auf dem PC wesentlich einfacher zu lesen mit den ganzen Zubehörteilen, die jetzt dabei sind. Nochmal kurz beschrieben, unser AnyCubic Viper. Auch das Menü ist hier nochmal beschrieben. Und gehen wir nochmal weiter. Das ist natürlich sehr umfangreich. Dann auch hier, wie man alles zusammenbaut. Aber das zeige ich euch gleich jetzt nochmal in einem Video. Das ist nicht viel, aber es gibt da halt Sachen, da muss man drauf achten. Fangen wir nun mit dem Aufbau an. Als erstes habe ich hier unsere komplette Z-Achse auf die untere Basiseinheit hier gestellt. Und dann gibt es nämlich jetzt auf der linken und rechten Seite hier solche kleinen Einfräsungen. Hier sieht man das jetzt mal genau, wo man die Profile passgenau einsetzen muss. Das ist ein bisschen hakelig, weil es wirklich sehr passgenau ist. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass wir hier nichts großartig falsch machen können. Das machen wir natürlich dann auf beiden Seiten und ziehen die Schrauben richtig fest. Als nächstes montieren wir hier das Touch-Display an unserem Drucker. Das wird hier vor das Aluprofil geschraubt mit diesen drei beiliegenden Linsenkopf-Inbusschrauben. Also vorne zwei Schrauben reindrehen und oben eine Schraube reindrehen und schon ist das Display montiert. Und dann kommt als nächstes hier unser Filamentrollenhalter. Der wird einfach hier von hinten so reingedreht, das ist wie so ein Bajonettverschluss. Und dann hier seitlich auf der linken Seite von unserem AnyCubic Viper in das Aluprofil eingeklippt. Das ist ein bisschen hakelig, aber es funktioniert und dann steht er auch fest auf dem Tisch auf. Dann habe ich hier mein kleines loses Pushfit, was im Karton los rumlag, eingeschraubt in den Extruder. Dann das Ganze noch vorsichtig festziehen. Immer dran denken, nach fest kommt ab. Das muss ja nichts groß halten. Dann als nächstes hier unseren kleinen PTFE-Schlauch vom Hotend da reinfädeln und dann bis zum Anschlag einschieben. Ja, und dann haben wir das auch schon erledigt. Fangen wir nun mal mit dem Verkabeln an. Da haben wir in dem Handbuch eine sehr schöne Zeichnung, wo alle Stellen markiert sind, an denen wir unsere Stecker anschließen müssen. Und dann habe ich die Z-Achse von Hand ein bisschen runtergefahren, um besser an die Kabelanschlüsse zu kommen. Als nächstes schließen wir unser Flachbandkabel an, denn für diesen Stecker ist hier eine Buchse vorhanden. Das kann man hier verpolungssicher montieren. An der Seite haben wir jetzt auch so kleine Arretierungshaken, sodass auch das Ganze nicht aus Versehen rausrutschen kann. Und als nächstes sollen wir eigentlich jetzt hier zu Kabelbindern den Schlauch am PTFE-Röhrchen befestigen. Aber das funktioniert in der Praxis überhaupt nicht, denn das Kabel jetzt in diesem schwarz ummantelten Schlauch ist einfach viel zu kurz. Da wäre alles auf Spannung jetzt, wenn ich das wirklich daran befestigen würde. Also das ist jetzt ein bisschen blöd gelöst. Das ist auch etwas, was mir hier überhaupt nicht gefällt, diese rumhängenden Kabel. Und bevor wir es vergessen, hier den Extrudermotor direkt anschließen. Denn das kann man sehr schnell übersehen, hier dieses kleine Kabel, was sich teilweise hinter diesem Extrudermotor so versteckt. Dann kommt hier als nächstes dann unser Z-Motor. Hier haben wir direkt den Stecker, die sind alle beschriftet, aber es ist eigentlich nur hier der Motor, wo der Stecker reinpasst und das ist auch alles verpolungssicher. Dann auch noch hier den kleinen Endschalter für den linken Z-Achsmotor. Das Ganze machen wir dann natürlich noch auf der rechten Seite vom Drucker. Auch hier
der kleine Endschalter für die eine Achse und auch der Motorstecker. Dann schließen noch eben unser kleinen Touchscreen an. Auch das ist hier alles verpolungssicher, kann man nichts verkehrt machen. Und dann das Kabel jetzt noch so ein bisschen hier in dieser Nut von dem Profil reinlegen, damit man das nicht so sieht, und fertig. Dann schließen wir zum Schluss jetzt noch den Endschalter für die Y-Achse an und dann auch noch den Motorstecker für die Y-Achse. Der ist hier hinten so ein bisschen versteckt und dann sind wir fertig mit dem Verkabeln. Jetzt noch die ganzen Transportsicherungen hier entfernen. Laut Anleitung sollte man das eigentlich ganz am Anfang machen. Ja gut, ich habe es jetzt erst am Ende gemacht. Also einmal haben wir hier an unserem Druckkopf so einen ganz dicken Kabelbinder. Den vorsichtig abschneiden, damit wir hier nichts kaputt machen. Und dann haben wir noch so einen kleinen Hinweiszettel, dass wir ja nicht vergessen, unsere Transportsicherung zu lösen. Wir haben als erstes hier diese beiden kleinen Schaumstoffklötze, die das Druckbett so ein bisschen fixieren. Und dann haben wir noch einen dicken Kabelbinder, der unser Druckbett festhält. Auch da ist wirklich schwer dran zu kommen. Da habe ich dazu das Druckbett jetzt ganz nach vorne gefahren, soweit es geht. Und dann halt hier mit meiner kleinen Filamentzange versucht, den vorsichtig durchzuschneiden. Da kommt man schlecht dran, aber ist alles machbar. Und vor dem ersten Einschalten sicherheitshalber nochmal kontrollieren, ob auch die richtige Voltzahl eingestellt ist. Kommen wir nun mal zur benötigten Stellfläche für diesen Drucker. In der Breite braucht er sage und schreibe 75 cm, wenn er so wie hier vorgesehen aufgebaut ist, mit der Filamentrollenhalterung. Und in der Tiefe brauchen wir immer noch 60 cm, weil sonst das Kabel oder auch der Stromanschluss gegen die Wand stößt. Also von der Aufstellfläche wirklich gigantische Maße. Also jetzt kommt der erste Test. Druck erstmal einschalten. Was mich dann erstmal interessiert, ist immer, wie laut ist der jetzt? Also das hört sich schon mal erstmal nicht schlecht an. Absolute Stille, kein Lüfter zu hören. Schauen wir uns jetzt mal das Display an. Hier habe ich einfach mein Printmenü. Dann kann ich hier erstmal meinen Filamentwechsel machen. Gehen wir mal zurück. Jetzt habe ich hier noch eine Vorheizfunktion für PLA und ABS. Ja, Leveling machen wir gleich erstmal. Dann haben wir Tool, also Achsen bewegen, Temperatur, Geschwindigkeit und guck mal, er hat hier tatsächlich ein Licht im Druckkopf. Sehr schön. Dann gehen wir hier mal ins Systemmenü. Hier kann ich meine Quittierungstöne ausschalten. Sprache, leider wieder nur Chinesisch oder Englisch. Schade. Deutsch wäre natürlich perfekt gewesen, aber nun gut. Hier nochmal die Firmware-Version und Töne wieder einschalten. Das wäre erstmal die grobe Übersicht. Die Display-Funktionen sind hier wirklich sehr einfach und übersichtlich gehalten. Also starten wir mal den ersten Druck. Ich habe hier das beiliegende Filament genommen. Wir haben hier eine riesige Menge, da werden wir wahrscheinlich Testobjekte ohne Ende drucken können. So, und dann werden wir das Ganze hier oben einfädeln. Da haben wir also hier diesen Filamentsensor und jetzt wird es ein bisschen hakelig. Jetzt müssen wir den hier in dieses PTFE-Schläuchchen reinfummeln. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Ja, und dann natürlich jetzt hier den Extruder entspannen, sodass wir es durchschieben können. Und sobald er gepackt hat, lasse ich es jetzt erstmal so stehen. Und hier das Kabel, das ist mir dann aufgefallen wieder, das hängt mir wirklich hier zu viel im Weg rum. Also das haben sie jetzt wirklich bescheuert gelöst. Da muss ich mir bei Zeit mal was einfallen lassen. Ich bin hier erstmal auf Preheat PLA gegangen. Und nun merken wir auch schon, wenn er jetzt auf Last geht, dann wird er richtig laut. Ich werde das jetzt mal im Hintergrund runterregeln, weil sonst nervt das. Da wir jetzt alles vorgeheizt haben, mache ich zum ersten Mal dieses Auto-Level. Also gehen wir auf Leveling. Auto-Leveling. Okay, nochmal bestätigen und dann legt er auch schon los. Und jetzt sehen wir gleich den riesen Vorteil an den beiden Endschaltern für die linke und rechte Seite der Z-Motoren. Er gleicht also die Unterschiede zwischen der linken und rechten Seite automatisch aus. Das ist ein riesen Vorteil bei Anycubic. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Auto-Leveling an. Dieser Vorgang ist allerdings sehr, sehr langsam, wie wir jetzt sehen werden. Ich lasse jetzt mal die ersten beiden Male mit Normalgeschwindigkeit laufen.
Und dann werde ich einfach zum Ende überblenden, weil das ist ziemlich langweilig und langwierig. Und wie wir sehen können im Hintergrund, das blöde Kabel liegt schon wieder auf meinem Druckbett auf. Also dieses Kabel hat mich tierisch genervt. Das war immer irgendwie im Weg. Und als er dann seine 16 Punkte abgefahren hat auf dem Druckbett, war das komplett kalibriert. Also das fand ich jetzt wirklich super. Einfacher geht es eigentlich gar nicht. Wenn er dann fertig ist, fährt er automatisch in die Nullposition und dann sind wir auch schon fertig. Und wie wir gesehen haben, hat er hier wieder meine ganzen Kabel zusammengedrückt. Die waren wieder im Weg bei dem Druckbett, als es auf Null gefahren ist. Also, naja, wie schon gesagt, da muss ich mir was einfallen lassen. Aber weiter geht's. Wir gehen also hier raus, gehen auf Filament und sagen Filament in. So sagt er mir, obwohl er schon vorgeheizt ist für PLA, er will trotzdem nochmal vorheizen. Na gut, okay. Und jetzt will er auf 230 Grad hochheizen, um das Filament jetzt einzufädeln. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich habe aber jetzt nichts gesehen, wo ich das einstellen kann. Aber wenn er dann die 230 Grad erreicht hat, fängt er automatisch an, das Filament zu fördern. Und das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Er hat also jetzt nicht eine bestimmte Länge, nach der er dann aufhört, sondern er fördert und fördert und fördert, bis wir hier unten auf Stopp drücken. So, unser Drucker ist nun soweit vorbereitet für den Druck. Jetzt müssen wir uns mal Cura widmen und dann halt unser erstes Objekt slicen. Als erstes müssen wir jetzt unter Cura, ich habe hier die neueste Version installiert, Cura 4.10. Und hier müssen wir jetzt mal den Anycubic Viper installieren. Und da gehen wir jetzt auch nach Anleitung vor. Schauen wir uns das mal kurz an. Wir sollen uns nämlich hier einen neuen Drucker installieren, und zwar den Anycubic i3 Mega. Genau das machen wir jetzt erstmal. Ich gehe also hier auf Konfiguration, Cura konfigurieren, Drucker hinzufügen. Anycubic i3 Mega. So, den nennen wir natürlich jetzt direkt um. Viper hinzufügen. So, jetzt gehen wir mal auf den Drucker drauf, sagen Geräteeinstellungen und jetzt müssen wir nochmal die Maße korrigieren. Schauen wir uns das nochmal an. Das kommen wir hier weiter runter. Und das müssen wir jetzt hier einstellen für XYZ. 250, 255, 265. So, das haben wir jetzt. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt sollen wir erstmal sagen, wir wollen alle Parameter anzeigen lassen. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen unnütz. Auf jeden Fall können wir uns jetzt die Profile importieren, die auf der beiliegenden SD-Karte gespeichert sind. Und genau das machen wir jetzt auch mal. Und was ich jetzt gemerkt habe, er hat meine ganzen Anycubic i3 Mega-Profile hier schon übernommen mit bei dem neuen Drucker. Aber das ist natürlich jetzt nicht optimal. Ich würde sagen, die lösche ich jetzt gleich erstmal raus. Und ich hoffe, dass ich die vielleicht bei meinem i3 Mega dann auch löscht, aber dürfte ja eigentlich nicht. Gehen wir also erstmal auf Profile verwalten. Dann werde ich das jetzt erstmal alles entfernen. Und das möchte ich jetzt erstmal nicht benutzen. Ich weiß gar nicht, warum er die jetzt hier alle mit importiert hat. Wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, es ist auch ein i3 Mega. Also packen wir die ganzen jetzt nochmal mit rein. Also nochmal entfernen. Hier ist, und jetzt sage ich Import. Und jetzt fangen wir oben an. Anycubic Viper ABS. Ja, erfolgreich importiert. Machen wir das andere auch noch jetzt. PLA. Okay, importiert. Machen wir das letzte auch noch. TPU. Okay. Schließen. Gut, dann haben wir jetzt hier alle unsere Profile drin. Gehe ich mal direkt auf PLA 02. Und jetzt werde ich mir direkt mal einen Würfel hier reinladen. Und Erweiterung, Part for Calibration, nehme ich wieder mal XYZ-Würfel. So, dann sage ich direkt hier Slice. Gehe in meine Vorschau rein. Warum macht er denn jetzt hier Brimmen? Das mache ich jetzt auch mal weg. Das will ich nicht haben. Slice.
Ansonsten lasse ich es einfach mal, wie es ist. Was macht er denn hier? Also das ist jetzt ein bisschen komisch, das Profil. Ist das jetzt ein hohler Würfel? Gucken wir mal bei Füllung, was macht er da? 10% konzentrisch. Ich mache jetzt einfach mal Linien. Also das ist wirklich ein komisches Profil. Nun gut, aber ansonsten lasse ich es mal als wie es ist. Auch jetzt hier die erste Schicht wieder 0,3. Warum so dick? Die sieht dann so unsauber aus. Die werde ich jetzt auch erstmal auf 0,2 machen. Na gut, und das will ich jetzt auch so erstmal behalten. Also gehe ich direkt hier auf Überschreiben aktualisieren. Lass das nochmal slicen. So, und jetzt will ich das normal speichern. Auf Wechseltatenträger speichern. Das soll ich jetzt machen. Auswerfen. Ja, und dann legen wir jetzt einfach mal los und schauen uns das mal an. So, bevor wir jetzt loslegen, nochmal eine kleine Zwischeninfo. Ich konnte schon wieder so ein bisschen kotzen, denn ich habe jetzt einfach mal wieder nachgeguckt. Spaß, aber ich bin zu meinem i3 Mega gegangen, habe mir die Profile angeguckt und tatsächlich, da hat er sie auch alle gelöscht. Was soll das denn? Das heißt, diese beiden Drucker werden jetzt immer gleich behandelt. Ist das jetzt ein Bug in Cura? Das kann doch nicht sein. Wenn ich nämlich jetzt wieder hier zu meinem i3 Mega gehe und da jetzt ein Profil importiere, das mache ich jetzt auch einfach mal. Ich habe das einfach mal hier reinkopiert. Das habe ich ja Gott sei Dank alles in meiner Dropbox liegen. Ja, erfolgreich importiert. Schließen, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir bei meinem i3 Mega, habe ich das Gott sei Dank jetzt wieder hier rein importieren können. Mein 0,2er Profil. Jetzt gucke ich mal wieder bei dem Viper. Und auch hier das Profil ist drin. Also das finde ich jetzt ein bisschen bescheuert. Was soll das? Ist das jetzt wirklich ein Bug? Also das müssen wir jetzt auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn wir jetzt so vorgehen, wie das jetzt in der Beschreibung von dem Anycubic Viper beschrieben ist, dann kommt Cura hier irgendwie durcheinander. Das heißt, wenn ihr jetzt schon ein i3 Mega habt und wollt euch den Anycubic Viper dazu installieren, so wie ich jetzt hier, dann gibt es ein Riesenproblem. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Bug ist. Müssen wir beobachten, weil so ist das natürlich blöd. Aber nun gut, jetzt gehen wir erstmal weiter zum Drucken. Drucken wir nun unseren ersten Kalibrierungswürfel. Gehen wir also hier auf Print, wählen unseren Würfel aus und sagen Print. Und schon legt er los. Und dann als erstes nochmal hier kurz die Filamentriste entfernen, damit die nachher nicht im Druck hängen. Na, ihr kennt das ja. Und dann legt er auch schon los. Und dann ist mir jetzt wieder aufgefallen, irgendwas stimmt nicht mit diesem Standard-Start-G-Code, der jetzt bei Cura eingetragen ist. Jetzt fährt er nämlich erstmal ganz langsam nach oben. Und dann bleibt er im Moment stehen. Und jetzt fährt er ganz langsam das Druckbett ein bisschen nach vorne, wie ihr sehen könnt. Also das muss ich auch noch ändern. Und was ich gemerkt habe, das Druckbett ist ziemlich rau, sodass auch dann die Filamentreste eigentlich gut da hängen bleiben, bevor er anfängt zu drucken. Und jetzt, wie wir hier sehen können, wirklich optimalen ersten Layer. Also auf dem ersten Moment sieht das jetzt ein bisschen zu nah aus, weil er die Linie ziemlich breit drückt. Aber das liegt an der Oberflächenstruktur jetzt von dieser Druckplatte. Das gucken wir uns ja auch nochmal genauer an. Das kann man jetzt vielleicht hier ein bisschen besser sehen. Es ist doch sehr, sehr rau, die Oberfläche. Das werden wir nachher nochmal genauer sehen, wenn wir uns die Drucke anschauen. Und ich finde, das ist dann auch wieder eine Geschmackssache. Der andere wird es wahrscheinlich lieben, der andere wird es wahrscheinlich hassen. Also richtig glatte Oberflächen haben wir hier nicht mehr als Boden. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter, wenn er jetzt so mitten im Druck ist. Und wie wir hier sehen können, der gibt ganz schön Gas. Also das sieht wirklich richtig zackig aus, so wie er hier am Drucken ist. Aber lass uns mal überraschen, wie nachher das Endergebnis aussieht. Denn was nützt es uns, wenn er schnell ist, aber schlecht druckt? Okay, warten wir mal ab. Schauen wir uns in der Zwischenzeit mal eben die Lautstärke an. Hier pendelt er sich so ungefähr bei 65 dB ein. Und das ist wirklich nervig. Also das ist für mich schon wieder zu laut. Und dann ist das auch noch so ein richtig nerviges, heulendes Geräusch, wie ihr das vielleicht selber jetzt hören könnt.
Und hier sehen wir jetzt die Informationen auf dem Display, die wir während des Druckes sehen können. Und was ich persönlich hier wieder schmerzlich vermisse, ist eine Angabe der Z-Höhe. Ich weiß also momentan nicht, wo er auf Z sich befindet. Und wenn er nun fertig ist mit dem Druck, einfach runternehmen, ein paar Mal biegen, schon ist das Bauteil lose. Also das ist wirklich perfekt gelöst. Und ja, ich habe die Handschuhe nur an, weil das Ding noch heiß war. Schauen wir uns nun mal die Druckqualität mit dem importierten, unveränderten Profil an, welches ich jetzt von der SD-Karte importiert habe. Und das sieht so erstmal nicht schlecht aus. Also wenn ich jetzt von der Seite gucke, gut, bei den Buchstaben, bei den Ecken merkt man, dass sich das halt so jetzt so ein bisschen auswölbt. Aber ich denke mal, das liegt jetzt an der Geschwindigkeit, weil da war ja wirklich sehr ruckartig und schnell unterwegs. Aber hier oben und unten, diese Versatz, oder wie kann man das jetzt sagen, das hat mich jetzt doch schon so ein bisschen gestört. Obendrauf ist das soweit okay, aber auch die Ecken, wie man hier sehen kann, da haben wir wieder so kleine Zipfel. Also das, ich denke ganz einfach mal, das war alles jetzt ein bisschen zu schnell. Dann habe ich einfach mal versucht, die Z-Naht anders zu positionieren, weil ich dachte, vielleicht liegt das jetzt an der Z-Naht. Aber das hat gar nichts gebracht. Es ist jetzt, ich meine, es wäre jetzt ein bisschen sauberer geworden. Aber so richtig hundertprozentig ist es nicht. Also bei dieser Geschwindigkeit kommt er halt jetzt mit den Ecken nicht so gut zurecht, wie es aussieht. Ist zwar jetzt nicht schlecht, aber irgendwie stört mich das jetzt halt hier mit diesem Versatz, der jetzt hier unten und oben zu sehen ist. Und obendrauf sehen wir gut, jetzt sehen wir auf der linken Seite, da war der Außenleer jetzt nicht ganz geschlossen. Und die Unterseite, das ist natürlich jetzt eine Geschmackssache, ne? Die ist wirklich sehr rau. Na, muss man gucken. Also, das kann einem gefallen oder auch nicht. Aber auf jeden Fall war die Haftung immer top. Dann habe ich jetzt einfach mal ein bisschen langsamer gedruckt und dann in eine 0,1 mm Leerhöhe. Und da muss ich sagen, das sah dann schon richtig gut aus. Also das war wirklich ein sehr schöner XYZ-Würfel. Die Layer liegen schön sauber aufeinander. Auch die Buchstaben wirklich sehr scharfkantig, auch die Ecken sehr scharfkantig geworden. Keine großartigen Wölbungen jetzt an den Kanten. Also das sah wirklich gut aus. Auch jetzt wirklich jetzt hier so von der Gradart her, also hat die Layer wirklich sehr schön übereinander gelegt. Also der hat mir richtig gut gefallen, dieser Würfel. Und auch hier oben drauf, alles wunderbar schön geschlossen. Also 0,1 mm Leerhöhe und dann auch alles ein bisschen langsamer, das sah super aus. Hier wieder diese raue Unterseite von der Druckplatte. Aber jetzt messen wir das Ganze mal. Das hat mich jetzt auch so ein bisschen verblüfft. Also die Höhe wirklich, wow, fast auf dem Hundertstel richtig genau. Das Einzige, wo er jetzt ein bisschen Problemchen hat, ist auf der X-Achse. Da sehen wir, da ist er ein bisschen über Maß. Da ist er jetzt ein Zehntel drüber. Und auf Y jetzt wieder, da hat er wieder perfekt. Besser geht es gar nicht. Dann habe ich als nächstes hier diese Low-Poly-Katze gedruckt mit diesem 0,1 mm Leerhöhe-Profil. Etwas langsamer. Und das sah jetzt auch richtig sauber aus. Wir sehen allerdings jetzt hier so ein paar kleine Rattermarken. Ich denke mal, man müsste auch hier mit der Geschwindigkeit jetzt noch ein bisschen runtergehen, weil gerade bei diesen scharfen Kanten, die er eigentlich ganz gut gemeistert hat, aber wir sehen halt jetzt doch diese kleinen Wellen durch die Schwingungen. Auch hier oben drauf jetzt hier mit der Fadenbildung, das hält sich eigentlich auch noch in Grenzen, hat er wirklich sehr sauber gedruckt. Aber was mir dann aufgefallen ist, wir sehen jetzt hier bei genauerem Hinschauen, so eine kleine, wie so eine Rille, die so angedeutet ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt bei dem weißen Filament sehen kann. Ja, jetzt kann man es hier sehen. Das geht hier um das Objekt rum. Und das fand ich jetzt ein bisschen seltsam. Aber gut, ich dachte, er ist gut. Das war ein Filamentproblem. Hat er da irgendwie so ein bisschen rumgezickt. Dann habe ich das Ganze nochmal mit dem 0,2 mm Standardprofil gedruckt. Hier in Silber. Das sieht auch auf den ersten Blick ganz gut aus. Aber wir sehen auch hier wieder diese Rille. Genau an derselben Stelle und sogar noch eine zweite hier weiter oben. Und das habe ich bei all meinen Objekten, die ich gedruckt habe, immer auf derselben Höhe. Das fand ich seltsam. Ansonsten wirklich super gedruckt, auch hier unten am Hals mit der Kühlung perfekt. Leer liegen wirklich sauber übereinander. Ja, auch hier sieht man wieder die Ecken, hier aufgrund der Geschwindigkeit, die sind jetzt nicht so scharfkantig geworden.
Also für solche Objekte müsste man in der Druckgeschwindigkeit dann doch ein bisschen runtergehen, weil da ist der wirklich von Werk aus zu schnell eingestellt. Dann habe ich auch hier jetzt nochmal dieses 0,1 mm Leerhöheprofil benutzt, ein bisschen langsamer, und habe die hier nochmal gedruckt, die Katze. Und da ist mir wirklich aufgefallen, also da hat er jetzt doch ein bisschen Probleme mit der Kühlung. Das ist jetzt unterm Hals nicht so super geworden. Aber gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Auch hier sehen wir aber wieder angedeutet die Linie genau an derselben Stelle wieder hier unten bei der kleinen Leopoli-Katze. Die obere Linie sieht man jetzt so gut wie gar nicht. Die ist jetzt fast verschwunden. Aber ich finde das alles seltsam. Ich weiß nicht, wo diese Linie herkommt. Und hier haben wir natürlich wieder unsere sehr raue Unterseite von unserer Druckplatte. Aber wie ich schon erwähnt habe, es muss einem gefallen. Aber egal, das interessiert mich eigentlich weniger. Damit kann ich leben. Aber wie wir hier nochmal sehen, oben am Kopf mit der Kühlung, da hat er doch wirklich massiv Probleme gehabt. Ich habe dann also erstmal nach einem Firmware-Update gesucht. Dazu bin ich jetzt hier auf die Seite von Anycubic gegangen und habe dann unter 3D-Printers hier den Viper ausgesucht. Und wenn wir hier jetzt ein bisschen nach unten scrollen, finden wir ja hier unser Firmware-Update. Da klicken wir jetzt drauf und können die ZIP-Datei runterladen. Dann geht hier so ein Fenster offen und dann können wir einfach sagen, herunterladen. Und wenn wir die heruntergeladene Datei dann entpackt haben, sieht das folgendermaßen aus. Erstmal haben wir hier ein Update-Log. Also hier wird nochmal kurz beschrieben, welche Änderungen oder Verbesserungen gemacht worden sind in der Firmware 2.3.9. Das kann man hier also dann nochmal nachlesen. Und dann haben wir hier nochmal eine README-Datei. Hier steht jetzt, wie man das flashen soll. Es gibt einmal ein Firmware-Update für den Drucker, für das Mainboard des Druckers, und nochmal ein separates Update für den Touchscreen. Und wie wir da jetzt vorgehen, das schauen wir uns mal an. Fangen wir mit dem Firmware-Update an für den Drucker. Und hier schon die erste Verwirrung. Wenn beim Mainboard die Nummer Version 005 ist, dann bitte diese Firmware benutzen. Bei Version 006 diese. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, wie ich das feststellen kann. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich nehme jetzt einfach mal die neueste Version, weil mein Drucker hier schon nicht so alt ist. Ist ja eigentlich schon ein neueres Modell, also gehe ich mal davon aus, dass schon die neuere Firmware drauf passen wird. Das heißt also, wir gehen jetzt hier in diesem Ordner rein, Motherboard, und dann gehe ich hier auf die neueste Version. Und diese Datei, die kopieren wir jetzt auf unsere SD-Karte und stecken in unseren Drucker rein. Und dann habe ich den Drucker eingeschaltet. Und wenn man jetzt genau hinhört, man hört nämlich nichts. Das bedeutet also, wenn ich diesen Einschaltton von Anycubic nicht höre, dann heißt das, okay, er hat das Firmware-Update jetzt gestartet. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Er scheint es also jetzt geschafft zu haben. Schauen wir einfach mal nach. Gehen wir auf System, About und tatsächlich Version 2.3.9. Also hier sind wir jetzt up to date. Ich habe hier jetzt allerdings keinerlei Änderung feststellen können. Keine andere Menüsprache, keine anderen Funktionen. Also hier ist mir jetzt auf Anhieb erstmal nichts aufgefallen. Aber ich dachte mir, okay, vielleicht hat er jetzt im Hintergrund irgendwas geändert. Aber auch bei der Druckqualität hat es leider überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Als nächstes machen wir jetzt ein Firmware-Update für unseren Touchscreen. Und da geben wir hier in diesen Ordner Screen rein und kopieren diesen Ordner jetzt auf eine Micro-SD-Karte. Das ist natürlich jetzt das Problem. Bei dem Drucker ist natürlich nur eine SD-Karte dabei, aber wir brauchen jetzt für unser Touchscreen eine Micro-SD-Karte. Also wenn man keine hat, muss man sich die halt besorgen für dieses Firmware-Update und dann kopieren wir uns diese Sachen auf unsere Micro-SD-Karte. Das dauert jetzt einen Moment. In der Zeit möchte ich mich hier ein bisschen auskotzen. Wie wir sehen, habe ich eine 32 GB MicroSD-Karte benutzt. Die hat natürlich nicht funktioniert. Denn wie ich jetzt nachgelesen habe in der Anleitung, muss man das in dem FAT32-Format und mit 4096 Byte formatieren. Das geht bei dieser Größe allerdings nicht. Das ist das große Problem. Also muss ich mir jetzt eine passende MicroSD-Karte suchen.
mit der ich das jetzt machen kann. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch eine 8 GB gehabt. Wenn ich dann nämlich jetzt auf Formatieren gehe, sieht man, ich kann hier FAT32 auswählen und die benötigten 4096 Bytes. Das heißt, man braucht nicht nur eine MicroSD-Karte, sondern gleichzeitig auch nur die passende. Und dann am besten gleich ohne schnell formatieren, dann ist man auf der sicheren Seite. Und wie es jetzt auch in der Anleitung steht, sollte man wirklich nur diesen Ordner auf dieser MicroSD-Karte haben, keine anderen Dateien. Also werden wir jetzt unsere MicroSD-Karte in den Touchscreen stecken. Und da muss man aufpassen, das ist nämlich ziemlich hakelig. Erstmal die Karte richtig rum hineinstecken und da muss man auch aufpassen, dass man den nicht aus Versehen neben diesen MicroSD-Karten-Slot steckt und die dann ins Gehäuse fällt. Also auch hier muss man die erstmal so ein bisschen festhalten. Und ich musste dann mit so einem kleinen Holzschaschlikspieß die MicroSD-Karte reindrücken, damit die sich arretiert. Also den Drucker einschalten und warten. Und das dauert doch ziemlich lange und stimmt wieder nicht mit dem überein, was in der Anleitung steht. Denn da heißt es, man sieht zuerst einen blauen Bildschirm, dann bootet der eine Animation und dann springt er wieder in den blauen Bildschirm und dann wäre er fertig mit dem Flashen. Das hat bei mir aber nicht funktioniert. Aber ich habe jetzt irgendwann diese Quittierungstöne gehört und man sieht dann oben rechts irgendwann stehen, wo jetzt steht SD-Card Process, dann steht dann irgendwann End. Und ich dachte mir, okay, dann hat das wahrscheinlich geflasht. Das war jetzt für mich das Zeichen, er ist fertig mit dem Flashen, denn ich habe jetzt die Quittierungstöne gehört und auch hier oben steht es SD-Card Progress End. Ich habe jetzt allerdings keinerlei Änderung festgestellt und ich habe auch keine Möglichkeit jetzt gefunden, das irgendwie zu kontrollieren, ob das Firmware-Update für den Touchscreen jetzt funktioniert hat oder nicht. Das heißt also, das, was mich eigentlich gestört hat, ist immer noch da. Ich kann keine Verzeichnisse auswählen, um Gecko-Dateien in ein Verzeichnis auszuwählen. Auch habe ich keinerlei Buttons gefunden, die neu sind oder sich verändert haben. Auch bei der Firmware-Version ist alles geblieben, wie es war. Ich habe nach dem Firmware-Update also keinerlei Verbesserung oder Änderung feststellen können. Weder bei dem Mainboard noch bei dem Touchscreen. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Fazit über diesen Drucker. Das Beste ist natürlich als erstes das Auto-Leveling. Denn das funktioniert nicht wirklich so, wie man es erwartet. Vollautomatisch. Und wie man sieht, es gibt auch keine Einstellschrauben mehr. Man muss sich darum absolut nicht mehr kümmern. Man macht das einmalig, wenn man den Drucker aufgebaut hat und dann kann man erstmal drucken. Man muss es also nicht jedes Mal vor jedem Druck machen. Es wird einmalig gemacht und falls irgendwas mal wieder nicht stimmt, kann man es natürlich wiederholen. Auf jeden Fall hat man hier immer einen ersten perfekten Layer. Und das zweite, was mir hier an dem Drucker auch sehr gut gefällt, ist die magnetische Dauerdruckplatte. Ich habe hier also eine flexible Druckunterlage mit super Haftung und ich muss nicht mehr warten, bis der Druck abgekühlt ist, um diesen zu lösen. Einfach die Druckplatte abnehmen, ein paar Mal hin und her biegen, schon ist das Bauteil lose. Man kann die Druckplatte dann wieder sofort auflegen und weiterdrucken und erspart sich somit eine weitere Aufheizphase. Und das Beste natürlich alles ohne irgendwelche störenden Klammern am Druckbett. Auch der größere Bauraum von 245 mm in X und Y und sogar 260 mm in der Höhe werden eingehalten bzw. übertroffen. Auch wenn Anycubic hier in ihrer Anleitung ein wenig übertreibt, komme ich doch effektiv auf 245 mm in X und 260 mm in Y, obwohl ich wirklich jetzt noch in Y sogar noch Platz habe, wie man sehen kann. Auch wenn das Display für meinen Geschmack zu wenig Informationen bereitstellt, möchte ich es dennoch als positiv hervorheben. Es ist übersichtlich, hat die wichtigsten Funktionen, reagiert super über diesen Touch. Und ich denke mir, gerade Anfänger werden dieses minimalistische Design in Funktionen zu schätzen wissen. Denn man hat wirklich alles, was man braucht und wird nicht mit Sachen belästigt, die einen gar nicht interessieren. Auch die eingebaute Beleuchtung, die ich wahlweise ein- und ausschalten kann, funktioniert in der Praxis hervorragend. Mein Bauteil ist immer wirklich hell und optimal beleuchtet. Was mir auch wieder super gefällt, ist, dass Anycubic dabei geblieben ist, hier für beide Z-Motoren getrennte Endschalter zu verwenden. Denn wie man hier schön sehen kann, hat sich eine der beiden Achsen für die Z-Motoren verstellt, wird das automatisch beim Z-Homing ausgeglichen. Und das Wichtigste ist natürlich die Druckqualität.
Und die kann ich hier wirklich mit ruhigem Gewissen als sehr gut bezeichnen. Der einzige Stolperstein hier war lediglich das beigelegte Profil von IndieCubic selber. Denn damit habe ich keine guten Ergebnisse erzielt und wie man hier sehen kann, diese Ringe bei meiner Katze gehabt. Nachdem ich lange geforscht habe, um die Ursache herauszufinden, woran das liegt, habe ich herausgefunden, es liegt einfach an dem beiliegenden Profil von IndieCubic. Denn wir erinnern uns, auch der erste XYZ-Würfel mit dem IndieCubic-Profil sah zwar nicht schlecht aus, aber war nicht berauschend. Erst mit meinem eigenen Profil, was ich von dem i3 Mega abgeleitet habe, hatte ich wirklich die Fehler vollkommen eliminiert. Ich hatte keine Ringe mehr im Druck und auch insgesamt sah der Druck meiner Meinung nach wesentlich sauberer aus. Auch der XYZ-Würfel ist jetzt wesentlich besser geworden, denn wir haben jetzt nicht mehr diese Absätze da dran. Wir erinnern uns, bei dem ersten Würfel hatte ich hier diese komischen Absätze oben und unten, wo der Buchstabe angefangen und aufgehört hat. Das ist jetzt fast völlig verschwunden und kaum noch zu sehen. Also hier muss IndieCubic das beigelegte Profil definitiv verbessern. Ich kann euch hier nur empfehlen, benutzt meine IndieCubic i3 Mega Profile aus meiner Dropbox. Kommen wir nun mal zu den negativen Sachen, die mir an diesem Drucker nicht so besonders gefallen. Als erstes kommt natürlich dann diese Lautstärke. Also 65 dB im Betrieb ist einfach zu laut. Also wenn der in der Wohnung steht, der nervt. Und zwar richtig. Und das Kabelmanagement, das ging mir so richtig auf den Wie wir sehen können, das Druckbett fährt immer gegen die Kabel. Das Kabel bleibt auf dem heißen Druckbett liegen. Man muss es also immer wieder irgendwie an die Seite drücken, bis es beim nächsten Mal wieder irgendwo vor der Druckplatte hängt. Also, und was mir hier bei der Z-Achse aufgefallen ist, dass die sich während des Druckes permanent nach oben und unten bewegt. Ich nehme an, dass das jetzt von der automatischen Druckbettjustierung ist, dass er die Unebenheit während des Druckes eben ausgleicht. Was mich hier aber so ein bisschen stört, ist, dass er das über den gesamten Druck macht. Also nicht nur die ersten beiden Layer, um die Unebenheiten des Druckbetts auszugleichen, sondern über den gesamten Druck. Und das finde ich ein wenig irritierend. Denn wir bewegen uns hier in einem Rahmen von ungefähr 1 bis 2 Zehnteln. Und wenn wir das jetzt hier zum Beispiel auf einem Würfel beziehen, den wir jetzt drucken möchten, habe ich niemals oben eine plane Oberfläche. Die wird immer wellig sein. Das nächste, was mich wirklich gestört hat, war auch die Z-Position, die er anfährt vor dem Druck. Wie wir sehen können, wenn er die Achsen alle auf Home-Position fährt, fährt er die Z-Achse unterhalb des Druckbettes und bleibt dort stehen. Und wenn wir hier jetzt nicht aufpassen, rammt er voll gegen das Druckbett, wenn er den Druck starten will. Wir müssen also explizit vorher in Kure eingeben, die Z-Achse wieder anzuheben, bevor er zur Startposition des Druckes fährt. Also mir ist es schon passiert, als ich in dem Start-G-Code aus Ausversehen rausgenommen habe, dass er direkt gegen mein Druckbett gekracht ist, bis zur Startposition des Druckbetts. Er wollte jetzt also von ungefähr Z-2 direkt zu Z plus 0,2 fahren, um den Druck zu starten. Also durch mein Druckbett durch. Aber wenn ihr nach Anleitung vorgegangen seid und den Drucker als i3 Mega Klon installiert habt, dann ist das automatisch im Start-G-Code des Druckers vorhanden. Es kann aber auch sein, dass ich hier ein Montagsmodell erwischt habe. Das Kabel für die X-Achse war bei mir eingeklemmt und dadurch beschädigt. Für die Schublade den Magneten waren in der verkehrten Richtung eingebaut, sodass es abgestoßen wurde anstatt festgehalten. Und auch das Klappern von den Z-Führungen ging auf die Nerven. Ich habe das alles an den IndieCubic Support gemeldet und warte nun auf meine Ersatzteile. Über Statusinformationen könnt ihr unter dem Video nachlesen, ich werde das dann gegebenenfalls ergänzen. Aber dennoch kann ich für diesen Drucker mit ruhigem Gewissen eine Kaufempfehlung aussprechen. Die Vorteile überwiegen einfach. Die magnetische Dauerdruckplatte, das Auto-Leveling, was auf Anhieb funktioniert und dann die hervorragende Druckqualität, also wirklich sehr gut, und die einfache Bedienung über den gut reagierenden Touchscreen. Anfänger werden mit diesem Drucker sehr schnell Ergebnisse hinbekommen, denn gerade das Auto-Leveling finde ich hier als Riesenvorteil. Gerade an Anfänger musste ich hier nicht mit irgendwelchen Einstellschrauben rumschlagen, muss das Papier jetzt kratzen beim Level, muss es locker drunter passen, muss es fest drunter passen. Das fällt alles komplett weg. Man hat hier immer einen ersten perfekten Layer. Und auch das Abnehmen der gedruckten Bauteile mit der flexiblen Dauerdruckplatte macht einfach nur Spaß.
Ich hoffe, ich konnte euch hier den Anycubic Viper ein wenig näher bringen und die meisten eurer Fragen beantworten. Ansonsten sage ich dann mal wieder, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.